Zack und rein da. Alter, ist aber wirklich dunkel hier. Mach ich doch mal die Taschenlampe an. Oh ja. Taschenlampe gut. Mal hin. Alter, geht das tief runter, ey. Das ist ein richtig guter Bunker. Ja. Alter. Das ist wirklich fett hier. Wahrscheinlich was für ein Strom da ist oder so. Ja, das kann sein. Es passt aber auch nicht zusammen, ne? Weil ist, ist auf jeden Fall Strom für die Anzeige da. So, dann müssen wir mal Medipack auf jeden Fall nehmen. Oh ja, ich muss jetzt auch ein Medipack nehmen. Da, ich habe nur noch 6 Schuss. Sieht denn aus? Alter, ich muss erstmal weg da, ey. Ja, wieso hab ich denn... Ah, das er. Ich hab noch... Du hast im Inventar vielleicht noch andere Munition. Das meinte ich mit diesem, dass man manchmal die Munition auf die Waffe ziehen muss. Das ist irgendwie komisch, ne? Warte mal, ich versuch's mal. Stimmt, ja. Oh, ist das hier riesig? Ja, das stimmt. Das ist wirklich komisch. So, jetzt habe ich sogar für die Pumpgun wieder Munition. Ja. Oh nein. Alter, den hat's aber zerlegt. Aber leider erst nicht bei mir, sondern... Boah, wir müssen hier lang. Stimmt, ja. Ich folge dir mal. Ich weiß nicht, ob hier rein vielleicht oder noch weiter runter. Oh ne, hier, oder? Guck mal. Warte mal, ich komme mal zu dir. So eine Munitionskiste endlich. Oh. Hallo. Ja, das sieht schon sehr nach Stromgenerator aus. Wie kann ich den denn... Können wir denn hier irgendwas anschalten? Nee, ne? Wir können ja nochmal weitergehen hier. Ja, ich glaube auch, wir müssen weiter runter. Warte mal, da ist wieder so ein Viech drin. Ah, okay. Zwei sind wir. Oh nein. Alter, mit trotz Pumpgun, mit einem Schuss ist da nichts getan, ne? Nee, die sind echt ekelhaft, die Viecher. Gerade mir fehlt, ich habe nur noch 16 Energie. Hab ich nur, ich habe auch kein Midi-Pack mehr. Oh, warte mal, ich gebe dir mal eins. Ah, danke. Mal aufnehmen hier, sehr schön.
ziehen wir das mal hier ins Inventar. So, ich glaube, also einen habe ich, aber ich glaube, da sind mehr drin. Ich gucke mal, ob ich noch Munition für... Ach so, das ist cool, wenn man über die... Oh. Alter. Der braucht echt lange. Die springen uns an, die Kleinen hier, das geht ja gar nicht. Also sowas. Nee. So, hier mal schön durchsuchen hier. Ja, wo ist hier die Stromversorgung? Das ist die Frage. Ich denke, vermute mal, wir sind hier schon fast richtig, aber... Was ist das denn hier? Hier. Das ist doch ein fetter Knopf. Oh. Oi. Hier gibt es noch einen Rucksack. Oh, das ist gut. Vielleicht findest du da was. Make-up Lippenstift habe ich da drin gefunden. Oh, super. Das ist genau das, was man braucht in so einer Situation. Ja, auf jeden Fall. Muss ja immer fesch aussehen. Ja. Sehe ich eher aus wie ein Fisch. So, finde die Kommandozentrale des Bunkers. Ja. Die wird ja wahrscheinlich gar nicht so weit weg sein. Ah, doch, weiter oben dann. Oder hier, ja. Ich guck mal rein. Also, ich glaube hier nicht, aber... Vielleicht gibt es hier Munition oder irgendwas. Ah, Medipack. Sehr schön. Aber ich find's blöd, dass man sich das Medipack... Also, dass man das immer ins Inventar ziehen muss, ne? Ja, das stimmt. Also, jedenfalls aus dem Inventar in diesen Schnellmodus oder was das ist. Ich habe dir mal einen Schalldämpfer hier abgelegt, den kannst du an deine Pistole machen. Ah, das ist gut. Ja, wo hat er denn jetzt alles Medikit genommen, ja? Sehr gut, dann nehmen wir den mal auf. Alles nehmen. Prima, dann bauen wir den gleich mal an. Schalldämpfer für Feuerwaffe. Jo, hat er den nicht genommen? Doch wieder unglaublich. Wo hat er denn jetzt den Schalldämpfer hingetan? Ich habe den auf die Waffe gezogen, er hat gesagt, ist in Ordnung, jetzt der Schalldämpfer weg. Ich habe keine Ahnung. Buggy. Das ist aber wirklich buggy, ey. Ich glaube, man kann auch Sachen zerlegen oder so. Das ist ja schon ein Strandbuggy. So. Jetzt noch mal Energie. Krass, aber fette Updates gab es bis jetzt für das Spiel auch noch nicht so richtig, ne? Also seitdem wir es haben auf jeden Fall nicht, vielleicht am Anfang. Mhm. Da haben sie dann noch ein paar Bugs eingebaut. Genau. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nachbessern, weil das geht so nicht. Ja, zu wenig Bugs. Zu wenig Bugs, genau. Oh, so ein schöner Bug irgendwie vom Bäcker mit Schokolade. Hier geht's ja auch runter. Wollen wir hier erstmal gucken? Ja, gehen wir mal hier runter. Weil hier müssen wir nicht lang, dann können wir ja hier lang.
Kampf eintreten, steht da. Jetzt sind wir wieder weg. Oh Gott, der hat mich fast getötet. Oh nein! Oh, scheiße. Oh, ich hab keine Munition mehr. Doch, jetzt. Gut, ist weg. So, warte mal, ich muss jetzt auch noch mal. Nein, da ist auch noch so ein komisches Vieh. Jetzt ist meine Waffe hat jetzt einen Schalldämpfer auf einmal. Ja, super. Okay. Gehen wir mal hier drauf. Oh, ne. Ich kann auch keine Munition mehr verschieben. Vielleicht hier nochmal? Nö. Ne. Merkwürdig. Ich habe gemerkt, wenn man über die Munition geht, dann blinkt die Waffe auf, in die das Zeug passt. Ja, okay. Es ist zwar jetzt auch nicht so mega, aber kurz blinkt die auf. Hm. Ah, ich habe aber Munition für die Pistole jetzt aufgesammelt. Und für die Pumpgun habe ich auch noch Schuss. Okay, das ist gut. Dann kann es ja weitergehen. Hm. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach rechts. Ja, jetzt kann man sich hier ein bisschen umgucken vielleicht. Hm. Alter, Energie nur noch 4. Okay, aber ich kann nicht den überhaupt. Nicht schießen. Ich wollte. So. Wo ist denn die Pumpgun? So. Okay, wir brauchen da nicht lang, wo ich gerade bin. Mal zu dir. Die kleinen. Oh, Alter, hier. C64. Nee, so. Anstatt Commodore, Omega Kommando. 128 Kilobyte. Kommando Omega. Also wie C64 aufgebaut. Ist ja geil. Sieht aus wie ein 128er. Könnt ihr auch passen. Ja. Kann man da was machen mit? Das ist bestimmt die Hauptzentrale hier. So ein Kommando? Gab es überhaupt so ein Commodore? Ich glaube nicht, oder? Gab's? Nee, ich glaube, die wollten den Namen nicht verwenden und haben anstatt Commodore Kommando genannt. Also. Ja, aber ich meine, so ein Desktop-Commodore gab es gar nicht, oder? Doch, es gab den PC-10 und die Amiga 3000, 4000, die waren auch so aufgebaut. Oh, hier gibt es Munitionskisten. Achso, ja. Ah, okay. Warte mal, dann komme ich gleich mal zu dir. Ich bin hier gerade, das könnte sogar, ist das der Kommandoraum hier? Ja, wahrscheinlich. Wie kann man eigentlich die... Ach, egal. Oh, hier gibt es eine fette Waffe, hast du die schon gesehen? Nee. Kannst du den nehmen hier? Oh. Mal gucken, die muss ich dann ja wahrscheinlich in meinen Slot packen. Ja, hinten ist ja auch die Kiste hier, da kannst du sonst eine alte Waffe weglegen. Dann geht die nicht verloren. Ach ja, hier, man muss sich einfach nur die Karte angucken. Oh, die sieht nach Spaß aus, die Waffe. Mhm. Hast du dafür ein bisschen Munition? Mhm. Ich kann die auch nehmen, das ist ja cool. Das ist ja diesmal nicht nur eine. Automatgewehr. Genau, also voll übel.
Ja, jetzt die Frage, untersuche den Feldzugplan. Wo ist der Feld? Ach so, der wird, jo, hier wird er sein. Hilferuf verfolgen, der erste Kontakt verfolgen. Okay, ich habe mal gesagt, dass wir den Hilferuf verfolgen. Finde und erreiche den Marinestützpunkt Saltholm. Hier sind die Kisten, die du meinst, Munitionskisten, ne? Ja. Ah, sehr gut. Und er trotzdem noch mit. Was ich blöd finde, warte mal. Kofferradio. Gegenstand ablegen. Was ich ein bisschen blöd finde, dass die Munition irgendwie manchmal zwei Slots benutzt, dass man die nicht übereinander legen kann. Das sind unterschiedliche. Ah, okay. Du hast zum Beispiel auch für die Ah ja, es ist einmal dieses Vollmantel und Teilmantel, ne? ja sowas panzerbrechend Vollmantel, Hohlmantel, Geschoss, ach, keine Ahnung, Salz und Scheiß. So. So, Ui. gut. Hier ist auch eine Kiste. Jo. Check the flow. Ja, die hatte ich schon. Da kann ich auch nichts mehr nehmen. Hier ist noch ein Hubwagen. Ah, hier auf dem Tisch ist auch noch eine Kiste. Alter, das ist aber auch eine schöne Knarre. Oh, jetzt haben wir aber eine Menge neuer Missionen. So, gehen wir mal auf Lock und dann können wir mal logge ich den mal. Jo. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder nach oben, ne? Ich auch stark von aus. Oh. Alter, das ist Musik, sag ich dir. Wenigstens gibt es hier ein paar Sachen zum Sammeln. Oh, Erste-Hilfe-Kits, das ist ja ein Traum. Oh, man kann hier auch Funkgerät anmachen. Vielleicht können wir da noch rumfunken. Bestimmt auch wieder so ein Spawnpunkt. So, ich folge dir mal. Ja. Oh nein. Aufpassen, da könnten Gegner sein. Bis jetzt waren bei jedem Ausgang irgendwie welche. Das sind keine, das ist schön. Ne, da ist nichts drin. Vielleicht vorne? Nö, auch nicht.
Hier können wir wieder spawnen und Fahrräder herstellen. Hui, Lootboxen. Komm mal her, du Lootbox. Gut, dass ich die Schrotflinte nicht zurückgelassen habe. Alter, der stand da so rum, als wäre inaktiv gewesen. Stimmt. Okay. So, ich hab doch, er sagt, warte mal, ich nehme jetzt hier mal mein Pack, genau. Und dann hat er ihm gesagt, ich kann nichts aufsammeln, weil mein Fach voll ist. Aber ja, jetzt kann ich ihn irgendwie nicht mehr nicht mehr durchsuchen. Jawohl. Gucken. Oh, der hat nichts zu nehmen. Erstmal hier lang zu den Hilfe rufen. Ja, genau. Oh, Kampf eintreten. Vielleicht kann man den auch manchmal so ein bisschen ausweichen, einfach weglaufen, ne? Ja. Aber ressourcentechnisch ist das schon ganz gut irgendwie. Ja, die geben ja nicht so viel Munition eigentlich. Ja, stimmt. Oh Gott, es sind wieder viele. Oh, da kommt ein Fetter an. Ich hab noch so ein Vetter. Scheiße, ich hab. Boah, jetzt bin ich umgefallen. Warte mal gucken. Ah, ich bin bewusstlos. Jetzt, ich weiß nicht, ob. Jetzt kannst du mich, glaube ich, aufheben, ne? Boah, ich bin auch umgefallen. Ich habe direkt bei der Kommandozentrale hier gespawnt. Ah, dann mache ich das. Mache ich das auch mal. Im Bunker. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo es rausgeht. Warte mal, ich komme hinterher. Ich glaube hier. Ja, das wird noch spannend mit diesen ganzen Viechern. Ja, wenn man dann irgendwann mal versteht, wie die ganzen Waffen funktionieren. Welche wirklich die beste Munition ist und panzerbrechend und. Das stimmt. Ja. So, ich glaube hier oben. Ja. Man könnte vielleicht auch so ein Propan-Ding hinstellen und dann so ein Apparat dahin werfen, damit die dahin laufen. Ich probiere das jetzt mal, warte mal. Ich nehme mal so ein Propan-Ding hier in die. Da. Waren die schon hier irgendwo? Kann sein, ja. Und dann so ein Radio dazu irgendwie, ne? Ja, genau. Hä,
Wo sind wir denn lang eigentlich? Sind wir jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Ach, wir müssen ja nach da. Oh nein, Alter. Ich bin hier im Felsen runtergefallen. Ja, das ist gute Arbeit. Oh, jetzt bin ich wieder im Bunker. Kann ich wieder rausfinden, ne? Nee, 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 nee. So. Aber das ist ja kein Problem. Geht hier mal Treppe hoch. Ja, hier ist so ein dicker, mit dem probiere ich das jetzt aus. Alter, wie lange der braucht. Der läuft schon schnell, ne? Aber wie groß dieser Bunker ist, wenn ich da draußen bin. So, ich komme mal zu dir. Ja, Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Wenn ich jetzt sehe, noch 185, 170 Meter. Oh. Hat's geklappt? Ist er drauf zugegangen, oder? Ja, ich habe aber nur einen kleinen erwischt, nicht den großen leider. Oh Gott, der große kommt jetzt. Oh, ich bin auch umgefallen. Ach, vielleicht kannst du mich wiederbeleben. Ich versuch's mal. Wahrscheinlich stirbst du einfach nur dabei. Jetzt schnell. Ah, jetzt steht hier Adrenalinspritze benötigt. Ach so, okay. Na gut. Scheiße. Dann komme ich auch aus dem Bunker, glaube ich. Aber ich bekomme noch Munition. So, ich muss jetzt hier meine erstmal ein bisschen sortieren. Gucken. Alter, ich habe auch, warte mal, ich muss hier mal Gegenstände ablegen. Ich habe hier auch zwei Pistolen, ey, das ist ja so dämlich. So, jetzt habe ich ja auch wieder Platz. So, stimmt, man kann die anklicken und dann kann man die ja draufziehen auf die Waffe. So, jetzt kann ich hier alles nehmen. Prima. Jetzt kann ich mir die hier hinziehen. Die kann ich da hinziehen. Gut. Warte mal, kann ich nicht ein Radio hinstellen? Warte mal, so ein Funkgerät, dass du da hin spawnen kannst. Ja, aber ich bin ja gleich da. Okay. Waren ja hier in dem Bunker auch nicht überall. Witzig, na gut, egal, ich gehe mal weiter. Mich ein bisschen verlaufen im Bunker. Ja, da rauszukommen ist wieder so ein Abenteuer für sich. So, jetzt habe ich auch den Schalldämpfer für die Waffe, also für die Pistole. Sehr gut. So, ich loote hier schon mal ein bisschen. Schrotflintenmunition ist ja auch. Den dicken fertig gemacht?
Ja, also ich habe, das hat ja gerumst und dann war Ende im Gelände. Schön. Was hat er hier? Explosionsbehälter, sehr schön. Habe ich rausgefunden. Kann man nur Hemden und so einen Scheiß finden. Aber ich loote lieber Munition. Jo. Ich will mal gucken. Ich habe hier Gesicht. Da hatte ich eigentlich so eine Maske. Aber. Tja, Kleidung. Brille. Ge ah, hier ist er. Genau. So, wenn du jetzt zu mir kommst, ah, ich sehe, du bewegst dich auf mich zu, dann wirst du sehen, dass ich eine Gasmaske aufhabe. Das ist toll. Dann kann ich dich ja irgendwie anfurzen. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme den direkt auf Lunge. So, was haben wir denn hier? Munition. Radio. Radio. Ja, guck mal, ich habe jetzt die Maske auf. Ich sowas auch. Ja, fürs Gesicht habe ich nichts. Das ist schade. Warte mal, Schminke hatte ich doch auch. Aber es bringt ja. Geil. Ich habe die Gasmaske auf, will mich schminken, ja. Toll. Kann ja nicht gehen. Ah, hier ist noch eine Maske, wo ich stehe gerade. Da ist noch so eine Gasmaske irgendwie. Atemschutz oder so. Nee, bei mir ist da nur Propan drin. Ah, okay. Hier kannst im Schrägen kannst du auch noch reinklettern. Ja. Man kann die Tür im Boden öffnen. Okay. Geht's ja nur runter, oder? Musst du mal gucken. Warte mal. Ich nehme noch mal Munition hier. So, warte mal, ich komme mal zu dir. Mal die Tür hier auf dem Boden. Was ist das denn? Das ist ja nur Rasen. Das ist ja der Bug des Jahrhunderts. Das Das ist richtig gut. ist ja schon fast ein Easter Egg, ey. Alter. Beste Game ever. Unglaublich. Ja. Also das war's denn wirklich komplett. Also. Mal weiter, ne? Oder? Ja, können wir weiter. Da siehst du, ich muss die Mission noch mal locken, habe ich gar nicht gemacht. Ich habe dieses Hilferuf, ne? Ge Ah, Dings. okay. Ja, warte mal. Hilferuf. Jo, Was alles war denn klar. das für eine Explosion? Oh, keine Ahnung. Die Richtung passt auf jeden Fall, ne?
habe auch gesehen, bei YouTube hat schon einer das ganz gesamte Game hochgeladen als Singleplayer. Das ist ja auch schon ziemlich alt. Ah, okay. Ja, krass, ich habe immer gedacht, so das sollte letztes Jahr erscheinen, ist erst dieses Jahr erschienen oder so. Nee, das ist schon letztes Jahr erschienen. Ah. Ja, okay, 2019, 2020, ey, das Jahr verging auch ziemlich schnell, ey. Das stimmt. So. Wo müssen wir denn lang hier? Wie komme ich denn hier rum? Oh, wir haben den Marinebunker gefunden. Ah. Das ist gute Arbeit. Da gibt es Viecher. Ja. Bestimmt nicht zu knapp. Knall mal ein paar ab, bevor wir noch unten sind. Oh nein, da ist auch ein Dicker, der kommt gerade hoch. Bist du noch da? Ja. Hm, ja. Hinter dir sind Presse, ja. Vor mir auch. Die ballern gerade auf mich, ja. Die Schweine. Wo ist denn der Dicker eigentlich? Ich weiß nicht. Ich höre ihn aber, glaube ich. Oh, jetzt ist er hinter mir. Oh. Gerade 5 Gegner muss ich auch eliminieren, steht hier. Alter, ich bin umgefallen, aber ich könnte schon wieder kotzen. Oh nein. Ah, aber ich kann hier am Bunker spawnen. Oh mein Gott. Die sind echt übel drauf, hä? Das kannst du aber laut sagen. Hm. Jetzt muss ich wieder aus dem Bunker raus. Ey. Nee. Na gut, dass ich den Weg kenne. Komischerweise, den Weg habe ich mir gemerkt. Kommt ja auch nicht oft vor. Du kannst ja dich schon mal um die 5 Marinestützpunkte kümmern. Ja, bist du verrückt? Ich bin fast tot. Ich habe auch keine Munition. Ich muss gleich Waffen wechseln und alles. Hm. Schade, ich habe auch gedacht, wir haben den Bunker entdeckt und können da rein und dann ist Ruhe. Aber dass wir da noch 5 erledigen müssen und so, das fand ich schon nicht nett. Mhm. So, ich komme dir langsam näher. Ja. Ich muss hier nur aufpassen, dass ich hier bei meinem Optimismus gerade auszulaufen nicht irgendwann mal auf die Fresse falle. Das wäre nicht so schön. Ne, wie vorhin, bin ich einfach da runtergefallen. Klatsch. Jo, hier ist so eine steile Wand. Also ich versuche nochmal mein Glück. Hm. Oh. Ja, die sind echt übel drauf, die Jungs. Gerade diese 5 Stück da und oben sind ja auch noch welche. Oh shit, ich bin auch umgefallen. Ah, okay. Nee. Ja. Ich gehe das. Genau, dann versuche ich mal mein Glück hier alleine. Scheiße, dass keine Adrenalinspritze haben, sonst könnte ich dich wiederbeleben.
Ja, na, macht ja nichts. Nach und nach kriegen wir die Klauen, solange bis wir nicht wissen, wie es richtig funktioniert. Aber das macht mich noch mehr traurig, dass wenn das Game jetzt echt schon so alt ist, da keine Updates kommen. Und das dann so Ja, verbuggt ist. das stimmt. Ach, wenigstens kenne ich jetzt schon so ein bisschen den Weg hier raus. Alter, jetzt kommt er hier angelaufen. Der Dicke, ne? Ja. Der schmeißt doch irgendwelche Giftbomben. Vielleicht Ja. hilft ja deine Gasmaske. Das kann sein, aber ich bin schon wieder bewusstlos und Oh, Vielleicht nee. sollten wir uns sammeln und zusammen dann. Warte mal, ich komm mal. Komm mal zu dir in den Bunker. Genau, Ja, ich glaube. ich renne schon dahin. Ich warte dann hier auf halber Strecke mal. Jo, mach mal. Oh, ich habe noch eine Lootbox gefunden hier im Bunker. Sehr schön. So. Und jetzt wieder rechts. Und jetzt wieder links. Treppe hoch. Und jetzt wieder links. Treppe hoch. Ich glaube, vielleicht ist das Game nicht so mit diesen Reinrennen und nur Ballern so gut machbar. Vielleicht muss man wirklich strategisch vorgehen. Mit diesen Radios und diesen komischen Propangas-Dingern. Das glaube ich auch langsam. Das ist ja, das ist zu offensichtlich irgendwie, ne? Wenn man dann so Treppe wieder hoch. Zumindest so lange, bis wir keine Power Armor haben. Ja, vielleicht musst du das wirklich so machen, wie du gesagt hast, mit den Propangasflaschen. Dass wir da irgendwie ein Radio hinstellen und die dann da ablenken oder. Alter, ich bin gleich bei dir. Yeah. Oh, na endlich. Ich will mal gucken, was wie es bei mir propanmäßig. Eine Propangasflasche habe ich noch. Aber ich habe keine. Ra Doch, ein Radio habe ich noch. Der Dicke ist aber auch echt übel, weil der ja direkt auf einen zuläuft halt auch, ne? Also. Ja, und er schießt sowohl mit irgendeiner Maschinenpistole Gatling als auch mit Gasgranaten. Und er hat so ein Schwert oder so, mit dem er einem eine verpasst. Ja. Und aufgrund der Arbeitssicherheit haben wir natürlich einen Helm auf. Also ich habe einen auch. Oh, wir rennen in die falsche Richtung. Ist falsch? Ja. Okay. Warte mal, dann hat er das Ziel ja nicht gelockt. Hauptmission. Doch, hat er irgendwie. Bei mir zeigt er auch da lang an, aber es ist falsch. Komisch. Ach nee, ich habe jetzt den ersten Kontakt. Ah. Dann Also ist er bestimmt auch der erste Kontakt. ich glaube, wir müssen. Ui. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ne? Ne, hier. Welche Mission hast du? Warte mal, ich guck mal. Auf Log. Hauptmission. Hilferuf habe ich. Ja, danke. Ich frage mich auch immer, wann der speichert. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen rätselhaft hier. So. Ich komme mal zu dir. Kannst du es probieren? Das Geile ist, wir haben dieselbe Geschwindigkeit. Und dann laufe ich auf dich zu, du läufst weg und dann steht da mal 105 Meter. Jetzt
komme ich jetzt bisher, bleibst ja stehen. Ja, vielleicht kriegen wir es zusammen hin irgendwie. Pass auf, ich nehme schon mal die Gasflasche hier in die Hand. Okay. So, warte mal. Zack. Jo. Müsste man natürlich einen richtigen Standort aussuchen. Ja. Oder hinten ist schon ein dicker, glaube ich. Wo ist mein Fernglas? Stein. Alter, aber sowas von. Oh nein. Ich höre schon was. Ja. Flasche habe ich abgelegt und da stelle ich jetzt ein Radio hin, ne? Ja, kannst du machen. Aber ich glaube, die Gegner waren irgendwie hier oben im Wald. Oh! Guck mal, wer hinter mir steht. Ein Vetter? Ja, aber der macht gar nichts. Okay. Oh Scheiße, jetzt macht er was. Einfach hinter mir rum. Jetzt kommen sie alle. Ah, muss das Radio nochmal anmachen. Schade, jetzt das Radio aus. Oh, ich bin schon wieder umgekippt. Okay, ich spawne. Du kannst vielleicht so ein Funkgerät dahin stellen. Warte mal, lege ich gleich mal ab. Komm her, du Funkgerät. Jo. Oh, super. So, jetzt werde ich mal. Oh, werde ich mit schöner Musik begrüßt hier. So, jetzt kann's eliminiere. Jetzt gehe ich hier mal rein. Jetzt kann ich erstmal looten. Kann ich nicht aus dem Gebäude herausschießen? Doch. Das müsste auch gehen, wenn das Fenster offen ist. Oh, hier ist irgendwo so ein fliegendes Vieh. Irgendwas. Alter. Ballert voll ins Haus rein hier. Hast du platt gemacht? Ja, der ist weg. Uns mal den. Hast du hier schon alles gelootet in den Häusern? Nee, noch nicht komplett. Ich lock den jetzt hier mal an. Schön. Kommt natürlich ein kleiner an hier. Das
Nee, das war ja nur kleiner. Ja. Ich hab mich jetzt. Ah, da kommt er. Alter, so ein Arschloch, ey. Boah. Wo ist er denn? Ist hier runtergelaufen. Ach, das hilft also doch. Ja. Das scheint doch. Ja, hast recht. Also wenn die, ich nur Medipack brauche ich erstmal. Ja, die scheinen da auf das rote Licht dann zu laufen. Oh. Bist du noch da? Mhm. Meine Hand ist abgestürzt. Oh. Hier hat irgendwer. Oh, ich weiß auch nicht, oder wollen wir dann langsam aufhören? Ist schon fast 8. Ja, kann man machen. Ich würde mal kurz gucken, ob ich hier. Alter, ja, ich bin auch schon wieder hinüber. So, 2 von 5 haben wir eliminiert. Das ist schon mal gut. Na dann. Mhm. Mal gucken, wo ich überhaupt spawne dann. Aber ich habe ja das Radio. Ach, hier sind auch noch Gasflaschen. Das ist ja geil, da können wir drauf schießen. So, ich guck mal, ob ich hier ein Radio hinsetzen kann. Ah, ich habe kein Radio mehr. Ich würde ja gerne. Du kannst doch so ein Leuchtfeuer hinschmeißen oder sowas. Hm, stimmt. Genau. So, mal. Nehme ich. Gucken, ob sie dann angelaufen kommen. Ja, schon wieder aus. Scheiße. Dann gehe ich mal weiter nach unten. Ja, ich komme jetzt auch hinterher. So, ich will erstmal ins Haus rein. Werfe ich erstmal. Jo, 4 von 5. Jo, finde ein Funkgerät im Marinestützpunkt Sandholm. Das haben wir hingekriegt. Renne ich da mal schnell hin. Das habe ich auch. Jo. Alles klar, dann haben wir es ja in dem Sinne. Ja. Also wir haben jetzt, finde heraus, was der Funkverkehr am Marinestützpunkt Saltholm stört. Jo, also zu zweit geht das wirklich ganz gut. Das war hier platt machen. Oh. So, ich will auch mal looten. Oh. Vielleicht hat er jetzt zufällig gespeichert. So, ich gehe mal auf. Fortsetzen Multiplayer. Ja, das wäre gut, wenn er das getan hat. Ja. Auf jeden Fall müssen wir rausfinden beim nächsten Mal, was den Funkverkehr stört. Genau. Ja.
Das ist schon mal sehr gut. Okay, ja, dann würde ich auch sagen, beenden wir erstmal, ne?